Wenn Sie einen Meetingraum betreten, sind zunächst Kamera und Mikrofon für Sie ausgeschaltet. Sie können in der dunklen Zeile oben das Mikrofon einschalten, indem Sie auf das Mikrofonsymbol klicken. Dann wird das Mikrofon grün und Sie sehen kurzzeitig ein Feld Mikrofon eingeschaltet. Wenn Sie gerade nicht sprechen, können Sie das Mikrofon an der gleichen Stelle stumm schalten. Dann wird es rot. Es gibt ein kleines durchgestrichenes Symbol und Sie sehen ein Feld Mikrofon stumm geschaltet. Gleichzeitig erkennen Sie neben Ihrem Namen im Teilnehmerfeld ebenfalls ein Mikrofonsymbol, das durchgestrichen ist. Das heißt, Ihr Mikrofon ist in diesem Moment stumm geschaltet. Wenn Sie mehrere Mikrofone zur Verfügung haben, beispielsweise ein Headset und ein Mikrofon, das in Ihrem Computer sich befindet oder ein weiteres externes Mikrofon, können Sie Mikrofone auswählen, indem Sie auf den kleinen Dropdown-Pfeil neben dem Mikrofonsymbol klicken. Und da gibt es die Möglichkeit, Mikrofon auswählen. Ich habe hier die Auswahl zwischen dem Kopfhörermikrofon und dem Mikrofon, das fest in meinen Computer verbaut ist. Die Kamera schalten Sie auf eine ganz ähnliche Weise ein, nämlich indem Sie auf dieses kleine Kamerasymbol klicken, das sich rechts neben dem Mikrofon befindet. Ich klicke auf Kamera. Dann erscheint ein Bild, das aber im ersten Moment nur ich sehe, denn es ist die Freigabe noch nicht vollständig gestartet. Sie können die Freigabe starten und dann sind Sie auch für alle anderen zu sehen. Wenn Sie nicht die ganze Zeit mit Bewegtbild zu sehen sein möchten, können Sie das Kamerabild auch pausieren. Dazu gehen Sie mit der Maus in das Kamerafeld hinein. Es erscheint ein Pausezeichen, da klicken Sie drauf. Und dann ist das Kamerabild pausiert in genau dieser Position, wie Sie in dem Moment geguckt haben. Wenn Sie die Kamera dann ganz ausschalten möchten, können Sie hier oben auf das kleine Kreuz klicken und das Kamerabild wieder schließen. Teilnehmende haben laut Voreinstellung zunächst einmal weder das Recht, das Mikrofon zu benutzen, noch das Recht, eine Kamera zu benutzen. Das heißt, Teilnehmende können sich in der Grundeinstellung von Adobe Connect nur über den Chat bemerkbar machen. Sie können das aber selbstverständlich ändern, wenn Sie neben dem Mikrofonsymbol in der dunklen Zeile auf den kleinen Dropdown-Pfeil klicken, dann sehen Sie ein Kontextmenü und darin finden Sie unter anderem Teilnehmern das Verwenden von Mikrofonen gestatten. Wenn Sie das freischalten, dann sehen Sie zum einen, dass dort ein Häkchen erscheint, das dort auch dauerhaft bleibt. Wenn Sie das einmal in Ihrem Raum freischalten, müssen Sie das nicht jedes Mal wieder machen, sondern das bleibt so als Grundeinstellung. Und dann können Teilnehmende auch ihr Mikrofon verwenden. Das Gleiche gilt für Kamera, nicht automatisch freigeschaltet, aber wenn Sie auf den kleinen Dropdown-Pfeil klicken, gibt es hier die Möglichkeit Webcam für Teilnehmer aktivieren. Wenn Sie da draufklicken, dann erscheint zwar kein Häkchen, aber wenn Sie dann das nächste Mal auf den Dropdown-Pfeil klicken, steht hier Webcam für Teilnehmer deaktivieren. Generell ist zu empfehlen, nicht allzu viele Kameras gleichzeitig einzuschalten, denn jedes Kamerabild, das übertragen wird, erfordert eine gewisse Internetbandbreite, eine gewisse Datenmenge, die übertragen werden muss. Und es kann sein, dass unter Ihren Teilnehmenden jemand dabei ist, der nicht so wahnsinnig schnelles Internet hat und der hat dann unter Umständen Probleme, einfach nur weil zu viele Videos eingeschaltet sind. Es ist sicherlich manchmal sinnvoll, aber es ist nicht immer unerlässlich, dass alle Leute mit Videobild zu sehen sind. Beim Verwenden von Mikrofonen kann es ebenfalls manchmal zu Schwierigkeiten kommen, die dann auftauchen, wenn viele Leute gleichzeitig ihr Mikrofon eingeschaltet haben. Vor allem, wenn kein Headset benutzt wird, also Mikrofon und Lautsprecher eingeschaltet sind, kann es dazu führen, dass jemand anderes spricht, der Ton aus dem Lautsprecher kommt ins Mikrofon, dann wird alles, was ins Mikrofon kommt, natürlich auch ins Internet übertragen. Das ist ja Job des Mikrofons. Und es führt unter Umständen zu einer
Rückkopplung. Es kann dann sein, dass Sie etwas doppelt hören oder dass es einen Hall gibt oder ein Quietschen oder einen ganz hässlichen auf- und abschwellenden Ton. Es gibt da verschiedene Varianten. Sinnvoll ist es aus dem Grund, das Mikrofon auszuschalten, wenn man gerade selber nichts sagt.